Hallo Leute, Blind Spectator, wollt ihr mich gewonnen? Willkommen zurück bei Shore. Wir müssen hier wieder geile Rätsel lösen. Das da ist das da. Aber wir haben hier nur begrenzten Platz. Wir müssen jetzt quasi, so wie ich das sehe, die Sachen hier rum verschieben, bis alle an der richtigen Stelle stehen. Krasse, Cthulhuide, Mega-Rätsel. Ist doch schon richtig, oder? Moment. Nee. Ja, der ist nicht richtig. Doch, der ist richtig. Der ist richtig. Ich sage jetzt mal, der ist so richtig, wie er sein kann, weil der ist, sieht anders aus. Aber wir können den gerne rumverschieben. Hat nichts getan. Okay, wir haben immer noch kein Inventar. Müssen wir irgendwo das Ding suchen? Den fehlenden Brocken? Ist er irgendwo an der Seite runtergefallen? Müssen wir drauf springen? Hat die Taube, die Möwe ihn? Ich meine, es ist schon eine Special-Möwe, also von daher könnte es schon sein. Nein, aber wahrscheinlich nicht. Aber hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu rumlaufen. Deswegen werde ich auf eine unsichtbare Wand stoßen. Oh, da ist sie. Die Wand der Unsichtbarkeit. Wisst ihr, ich habe ja an sich nichts gegen unsichtbare Wände im Spielen, aber die Spiele sind ja meistens eigentlich so weit, dass sie die ganz gut verstecken in, ja, das ist etwas zu hoch, als dass du darüber kannst oder so, ne? Ist ja sehr oft bei Spielen so, dass du halt, keine Ahnung, da ist dann eine Wand oder sowas, ne? Wo man sich sagt, okay, ja, so hoch wie mein Charakter springt, kommt der da tatsächlich nicht hoch. Verstehe ich. Verstehe ich. Hier bei dem Spiel haben die sich aber gedacht, ach, fuck it. Wir brauchten sowas. Wir machen hier einfach, guck mal, krass hier. Nee, da geht's nicht lang. Natürlich. Das macht die Sache überhaupt nicht verwirrend. Ich laufe schon wieder sinnlos durch die Gegend. Dieses Spiel bringt mich dazu. Und ich kann nicht mehr sprinten. Erst jetzt ab dieser Stelle wieder. Vielleicht hat doch die Möwe das Ding. Nein. Aber vielleicht kann ich auf der Möwe reiten. In den Sonnenuntergang. Auch nicht. Hm. Hier bei den Schlafenden. Ah, guck mal. Ja. Natürlich. Da haben wir jetzt ja alle, die wir brauchen. Sehr gut. Sehr gut. Man muss nur ein bisschen suchen. Rauf da. Who is this mortal? How is it possible he has the eye of the gatekeeper on his hand? That's impossible. The eye, it's impossible. Ja, schild mal. Later in the shadows, something is forcing his hand. You seek an audience with the great old one. Ja, scheinbar. I do. Der ist ganz schüchtern gewesen. Oh, oh. With the Dark Shadow. The Dark Shadow?
something in return, we are enough of them would fail. The void is coming. What? I will keep you alive to witness the destruction of your pathetic war. My echo infiltrates the minds of men. You and your kind will face extinction. So, Nyarlathotep leitet uns also, der äußere Gott. The first cycle is broken. There is a key in the middle. Find a way to empower the artifact. Who would have known that things like him existed? Ja, das wundert mich allerdings auch. Interessiert uns alles ein Scheiß, dass hier so Cthulhu gerade unterwegs ist und ne, so Wahnsinn, wer braucht es schon? Egal. Hat ja nichts mit Cthulhu zu tun, Wahnsinn, ne? Ist ja nicht so, wie als wäre der Cthulhu-Mythos dafür bekannt. Alter, dead ass. Nice. Also, wir müssen jetzt das kleine Artefakt hier empowern, irgendwie. Ich wollte sagen, wenn wir irgendwo langlaufen können, dann wird es schon irgendwo seine Richtigkeit haben. Wenn wir da auch irgendwas tun müssen. Ich finde es auch gut, wie die ganzen älteren Götter, äußeren Götter und so weiter sich alle bemühen, gutes Englisch zu sprechen, extra für uns. Das ist sehr nett von ihnen. Geil, wir haben den Ring gedreht, Junge. Den Ring der Ringhaftigkeit. Müssen wir da jetzt auch noch einen blauen Orb reinstecken? Wo kriegen wir den her? Ja, das denkt sich Cthulhu halt auch, fuck it, I'm out of here. Dafür kriege ich nicht genug Geld, um hier zu bleiben, ganz ehrlich. $4,000, was ist das schon? Dafür bemüht sich jemand wie Cthulhu doch gar nicht eigentlich. Also, dass die überhaupt den auf die Stage bekommen haben damit. Die müssen sie irgendwas versprochen haben. Das kann ich mir sonst nicht vorstellen. Guck mal, wir haben den Kreis der Kreishaftigkeit gedreht und dadurch können wir dann den Stein der Kreishaftigkeit drehen. So ist der Plan. Das ist das Mighty Rätsel, das uns bevorsteht. Dann müssen wir jetzt auch noch hier hin und da auch einen Kreis der Kreishaftigkeit drehen, oder? Ah nee, da ist gar keiner. Hier ist er. Da hat er sich versteckt. Dadurch bewegt sich auch Stone McGee. So, den haben wir jetzt auch gedreht. Na, was sagst du dazu? Alle sind gedreht, Junge. Did you bring me this time? Ich habe mich nicht vorunter, nicht zu antworten. Der ist gerade am Telefon. Nein! Okay, der ist nicht interessiert an Gatekeeper-Artefakten. Aber wir sind bemüht, schnell zu laufen. Also ohne Scheiß, der Typ kriegt bei den Olympischen Spielen immer nur die Teilnehmerurkunde. Den habe ich auch immer noch bekommen. Aber bisher bei den Olympischen Spielen wurde ich noch nie von irgendwelchen Dingen verfolgt.
Mach den Anus kleiner, jawohl, danke. Jawohl. Alle stehen bleiben. Hier rauflasern? Nein. Ich glaube, wir werden auch nicht mehr verfolgt von dem Ding. Jetzt nochmal so ein Anus. Ach, guck mal, das hier muss auch noch stehen bleiben, aber ist nicht richtig. So? Ja. Kriegt man das Ding da auch auf? Oder kommt das vielleicht erst später noch? Was greift ihr denn hier so rum, Alter? Wollt ihr mich wegsnacken? Natürlich wollt ihr das. Die haben hier so eine richtig krasse Raver-Party, wisst ihr? Aber nur halt reverse. Statt hinten nach oben, nach unten. Geil, jetzt habe ich so ein Enhancement oder was? Enhancement. Manchmal bekicke ich mich schon vor mir selbst. Da hinten ist wieder so ein Gerät. Muss ich dich anlasern oder nur vor dir weglaufen? Anlasern. Der Gerät ist schnell. Lass das. Autsch. Nein. Au. Na, fuck die Henne. Ich dachte echt, wir hätten das Spiel schon fast durch. Ich habe mich schon gefreut. Vorbei speedrunnen, ganz ehrlich. Ich hätte es nicht mal gemerkt. Jetzt aber. Das ist vor der Anushaftigkeit, aber geht nicht auf. Der ist zu schnell, Alter. Gerät. Wie kann man nicht. Oh, jetzt habe ich ihn weggelasert. Der spawnt aber neu. Oder? Nee. Der Anus ist weg. Oder? Ich hätte das Ding also einfach killen müssen. Jemand, das hier ist falsch. Wo war denn der Arsch? Na, jetzt können wir ja hier rumlaufen, ohne dass wir belästigt werden sexuell von Tentakeln. Da werde ich, wenn ich lang genug rumlaufe, früher oder später den richtigen Weg finden. Hier zum Beispiel. Ganz gut aus. Oh, wie süß! Nicht so schnell!
What the fuck ist falsch mit dir? Warum bist du so flott? Okay, der holt mich auf jeden Fall ein. Okay, ich hab's gekillt. Also wir sind bei dem Stand angekommen, wo wir Sachen killen können. Das ist wichtig. Reicht dich der Strahl schon, oder? Ne? Naja. Weggesplattert, das Ding. Soundkulisse, Alter. Einfach nur im Kreis, oder? Ist hier wieder eins? Geht das Ding auf oder muss ich wieder so ein cutes Ding holen, damit der sagt, oh, jetzt gehe ich auf. Ne, der geht auch so auf. Wie nett. Okay, anlasern. Hey, zurückbleiben. Ach, du bist Schub-Digorat. Sag's doch gleich. Dann brauche ich doch gar nicht anfangen, dich wegzulasern, Alter. Wenn du mir das gleich sagst. Laser ich nur deinen Ziegen weg. Ja, das sind Ziegen, seht ihr es nicht? Schub-Nigorat ist nämlich die Ziege mit den 1000 Jungen. Nein, aus, aus! So ähnlich sind die im Zoo aber auch. Wisst ihr, wenn ihr da aus dem Automaten die Dinger rauslasst, das Futter, und die Ziegen auch so. Richtige Arschlöcher. Kann ich jetzt deinen Ball hier anlasern oder? Was passiert dann? Ich kann damit interagieren. Okay. Wo werden wir diesmal landen? Aha, in Apeshit City. Alles klar, hätte ich mir auch denken können. Das war auf jeden Fall eine weitere Folge des Shore. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.